Das Wichtigste sind die Dauben. Die Art, die Herkunft, das Alter und natürlich die Lagerung, sagt Ralf Mattern. Und der muss es wissen. Denn Ralf ist von Beruf oder einfach. Um ein Fass herzustellen, braucht ein Böttcher Feuer, Wasser, Schilf, Werkzeuge, eine Menge Gefühl und natürlich Dauben. Dann macht er aus sowas, sowas. Hopp auf, zack, zack geht's. Das war's. Und das geht so. Die Dauben lagern 3 bis 6 Jahre lang unter freiem Himmel, damit Regen und Schnee langsam die Gerbstoffe aus dem Holz waschen können. Seit 15 Jahren ist Ralf Mattern nun schon Böttchermeister. Und seine Erfahrung sagt ihm, ob Sonne, Wind, Kälte und Hitze die Dauben ausreichend haben reifen lassen. Zuerst werden die Hölzer passgenau zurechtgehobelt. In der Küferfachsprache heißt das, die Daube fügen. Danach wird das Fass aufgesetzt. Die Dauben müssen perfekt zueinander passen, wie bei einem riesigen Puzzlespiel. Spannreifen halten die Konstruktion zusammen. Das Böttcherhandwerk gab es schon im 1. Jahrhundert vor Christi in Gallien. Die Römer verschickten nordgallischen und pannonischen Wein in Holzfässern. Und genau wie seine gallischen Vorgänger toastet Ralf Mattern seine Fässer über dem offenen Feuer. Das Toasten erfüllt 2 Aufgaben. Zum einen lassen sich diese Spalten dadurch schließen. Dafür wird das Fass auf ca. 190 Grad erwärmt, damit die Dauben flexibel werden und sich biegen lassen. Setzt er die Spannseile zu früh an, ist das Holz noch zu hart, um gebogen zu werden. Wartet er zu lange, könnten die Dauben reißen und undicht werden. Das perfekte Timing, also das Zusammenspiel von Erfahrung und Gefühl, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Nach dem Wenden werden weitere Spannreifen zusammengenietet, die die Dauben in ihrer endgültigen Form fixieren. Circa 4 Stunden bleibt das Fass auf dem Feuer und erhält dabei auch eine dezente Geschmacksnote, die sich im trinkbaren Küfertee manifestiert. Der Fassrumpf wird geendet und ausgegerbt, um die Dauben auf gleiche Länge und Stärke zu bringen, damit man die Nut in den Fassboden einziehen kann. Danach ist wieder Handarbeit gefragt. Durch das Hobeln bekommt die Fasswand eine glatte und riefenfreie Struktur. Bisher ist das Fass nur mit natürlichen Stoffen in Verbindung gekommen. Und in der Fassmanufaktur bleibt das auch so. Die Fassbodendauben werden sorgfältig mit Schilf abgedichtet, bevor sie mit Holzstiften zusammengedübelt werden. Wie vor 2000 Jahren wird der Fassboden mit einem Zirkel angerissen und anschließend ausgesägt. Wortwörtlich einschneidendes Erlebnis für den Fassboden ist die Begegnung mit der Fräse. Um den Boden in den Rumpf einbinden zu können, muss das Fass nochmal aufgeschlagen werden. Mit einer Farce aus Leinsamen und mit Schilf wird noch die Nut abgedichtet. Und dann ist endlich Hochzeit. Erst wenn all diese Arbeitsschritte perfekt vollzogen sind, bekommt das Fass dieses Siegel. Und erst dann ist der Ralf zufrieden.